So, und es ist Angeltag. Angeltag. Echt schon wieder? Nee, es ist Freitag. War das Freitag? Der Angeltag ist morgen, oder? Mission. Kalender. Doch, Freitag und Samstag ist Angeltag. Oh, ja, dann ist nichts mit Mine. Es ist Wochenende und am Wochenende machen wir jetzt hier die Brücke natürlich nicht weiter. Wir werden ja nicht bezahlen. Ja, doch, aber... Da können wir hier noch eben... Das Zeug können wir eben hier noch einsammeln. Wir können natürlich auch noch mal eben wieder voll tanken. Und auch das können wir einmal einsammeln. Und die Bronzeplatten können wir einsammeln. Und auch schon wieder neue herstellen, nämlich eine. Naja, immerhin. Immerhin. Und dann die letzten Steinziegel platzieren. Den Spaß gönnen wir uns noch. Böp. Dann fehlen nur noch die Bronzeplatten. Öffnen. Nicht hauen, sondern öffnen. So, da kommt jetzt das ganze Zeug hier wieder rein. Haben wir noch irgendwo? Wir brauchen echt bald wieder eine neue Kiste. Wahnsinn. So, die Fische nehmen wir mal mit. Vielleicht können wir die ja irgendwie mit reinschmuggeln. So, Baumharz, Holz, Honig geht jetzt hier nicht. Weil Honig bringt uns ja Gesundheit und Ausdauer. Das nehmen wir nochmal wieder mit. Die Angel nehmen wir mit. Ach, die Köder. Die Köder brauchen wir natürlich noch. Und der Angeltag beginnt. Oh mein Gott. Nichts für ihn. Und der scheint da auch hinzulaufen. McDonald macht auch mit. Der Rinderzüchter. Oder Viehzüchter. Das ist ja was. Der Bus. Der sollte eigentlich mal in die andere Richtung fahren. Und dann gucken wir doch mal, dass wir hier schön helfen können. Ist der hier am Angelplatz? Ne, da hinten. Da hinten laufen die alle hin. Da ist ja richtig was los. Da kommt ja die ganze Stadt. Ist ja Wahnsinn. Mal warten, bis hier die Gesundheitsleiste wieder, die Ausdauerleiste hier wieder voll ist. So. Das sind auch noch Seeigel. Ich meine, wir brauchen noch 3 Stacheln, ne? Aber nein. Heute ist Angeltag. Wieso hakt das jetzt eigentlich schon wieder so? Nicht, dass mir das gleich wieder abstürzt. Okay. So, wir müssen uns hier irgendwo anmelden, auf jeden Fall. Bei wem müssen wir uns denn hier anmelden? Hier können wir Sachen kaufen. Gegen irgendwelche Marken. Hey! Fisch zu essen ist gut für den Körper. Ich schätze. Genau, dass man das jeden Tag essen sollte. Die haben nicht alles übersetzt. Ich dachte, das hätten sie dann mal erledigt dann mit Ende. Ah, hier. Teilnehmen. Willst du den Eintrittspreis in Höhe von 200 Golds bezahlen, um am Turnier teilzunehmen? Kostet 3 Stunden und 15 Ausdauerpunkte. Ja. Wir nehmen am Turnier teil. Hier läuft der Timer. Und dann nichts wie angeln. Okay. Wir haben hier einen ersten Fisch. Ja, nur so einen kleinen. Ein Kugelfisch. Okay. Komm, so einen großen. Wir wollen so einen großen haben. Zack. Ah, da haben wir tatsächlich den großen. Na, Fischi Fisch. Ah, verdammt. Er ist entkommen. Nein. So, wieder so einen kleinen. Oh, oh, oh. Okay, ein Kaiser-Koi-Karpfen. Lassen wir hier. Sieht wieder wie so ein Kugelfisch aus. Nee, ein Kaiserfeuerfisch. Punktemäßig sieht das gerade echt gut aus für uns. Ein Klingenfisch. Oh, und wir wurden überholt. Wir wurden überholt. Das gibt's doch nicht.
ran. Hier so ein kleines Ding hier. Oh, oh, oh. Bleib hier, Fisch. Fisch, bleib hier. Ist knapp, 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 knapp. Okay, eine Blaumakrele. Bringt uns wieder auf Platz 1. Ups, was war das? Zu früh geklickt. So. Und wieder eine Makrele. Die gab ganz gute Punkte. Die letzte Minute läuft auch. Das war knapp. Und da ist sie. Unsere. Okay, ich brauche Köder. Oh, können wir auch Köder kaufen? Können wir auch Köder bekaufen? Nein. Ich kann keine Köder kaufen. Wir hatten zu wenig Köder. Da warst du, Köder. Was passiert denn, wenn ich jetzt auf Angeln beenden klicke? Aber eigentlich wollen wir es jetzt ja beenden. Oder müssen wir jetzt die 30 Sekunden hier noch ausharren? Können wir Remington noch irgendwie behindern? Wird nichts, Remington? Nein, das wird nichts. Da, sag ich doch. Sehr gut. Remington zeigt Nerven. Letzten 13 Sekunden laufen. Er darf diesen Fisch nicht bekommen. Remington, er zieht an der Angel. Die Angel ist stark gespannt. Färbt sich schon fast rot. Und er hat tatsächlich noch einen Fisch gefangen. Und nein, aus dem Hintergrund kommt tatsächlich noch McDonald und zieht an uns vorbei. Gibt's doch nicht. McDonald. Ah, das ist ärgerlich. Und damit sind wir nur Zweiter geworden und bekommen 8 Anglerabzeichen, 8 Schinkenfischrollen, 8 cremigen Lachseintopf und 8 scharfe Fischsuppen. Yummy. So, was kriegen wir jetzt für die 8? Da kriegen wir noch gar nichts für. Okay, er gibt dir dann später einen Fischerhut, ein Fischerhemd, eine Fischerhose, eine Karpfenflagge. Ein Fischballon, eine stehende Angelflagge oder einen Angelkönig. Wir müssen mehr Angeln üben. Wir lernen daraus, China, wir brauchen mehr Köder. Das war das Problem. Ich hatte zu wenig Köder. Die Frage ist ja nur, wo kriege ich die Köder her? Wer verkauft sowas? So, aus Frust gehen wir jetzt hier Seeigel schlachten. Drei Stück nämlich. Wer besser angeln kann, fängt mehr Fische mit weniger Ködern und zähmt Raubtiere mit Jojos. Moment. Wer besser angeln kann, zähmt Raubtiere mit Jojos? Das ist ein, halte ich für ein Gerücht. So. Stacheln haben wir jetzt genug. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Stacheln. Und können dann auch mal gucken, dass wir den Fisch vielleicht verkauft bekommen. Ach, Gegenbeweise. Die Behauptung ist ja erstmal noch gar nicht bewiesen. Deswegen brauchen wir auch erstmal keinen Gegenbeweis. Da läuft das Schwein schon wieder rum. Angeltag ist vorbei. Morgen geht's auf ein neues. Ja gut, vielleicht finden wir in der Stadt ja noch einen Laden, wo man entsprechend noch Köder kaufen kann. Wenn ja, dann können wir am nächsten Tag nochmal am Angeltag teilnehmen. Wenn nicht, dann halt nicht. Hui, so. Hier haben wir dann die letzten Bronzebarren. Kriegen wir noch eine Platte noch hin. Ja, 3 Stück. Ne, 3 Stück haben wir. Eine kriegen wir noch hin, okay. So. Dann die Bronzeplatte nehmen wir uns doch schon mal. Haben wir hier noch irgendwo welche? Da, 2 Stück. Können wir hier schon mal 3 platzieren? Ja. Pam!
Und dann brauchen wir hier nochmal zwei. Oh, und wir stellen hier genau zwei. Nee, wir stellen genau eine her. Ja, super. Oh, und Post, da habe ich gar nicht reingeguckt. Vom Rathaus. Der 19. dieses Monats ist der Tag der strahlenden Sonne. Wir laden euch alle herzlich ein, ein Geschenk für die Stadt vorzubereiten und es Bürgermeister Gale vor dem 18. zu bringen. Am Festtag werden wir die Geschenke wie immer aus unserem Luftschiff werfen. Vielen Dank, die Regierung von Portia. Okay. Wir müssen ein Geschenk abgeben. Was schenken wir denn mal? Können wir vielleicht irgendwie so was Kleines herstellen? Wie so ein Teetisch? Oder ein Stuhl? Da brauchen wir Fell. Bretter. Hier, wir können so einen Steintisch können wir machen und hergeben. Das ist doch was. Weil wir stellen mal zwei her. Einen für uns. Der bringt nämlich 7 Ausdauer. Dann können wir eben hier mal eben reinstellen. Und dann können wir den in der Stadt abgeben. Dann können wir noch ein bisschen Zeug verkaufen. Der würde natürlich auch hier ganz gut hinpassen. Aber ich glaube, wir stellen den erstmal hier in die Ecke. Hier ans Fenster ist doch schön. Das hat doch was. Und den anderen spenden wir jetzt. Da freut sich doch bestimmt wer drüber. Dann vergesse ich das auch nicht mit dem Geschenk abgeben. Vor allem, sie schmeißen es aus dem Luftschiff, ne? So, wo soll ich das Geschenk hinstellen? Ach, wir können die Werkstatt auch noch umbenennen, okay. Hallo, wo soll ich das Geschenk hinstellen? Soll ich es nicht beim Bürgermeister abgeben? Ja, die machen das wirklich. Ja, aber, ne? Wenn den jemand auf den Kopf kriegt, dann gute Nacht. So, aber warum ist der Bürgermeister denn schon wieder nicht da? Das ist ja wieder... unfassbar. Die haben hier eine Arbeitsmoral, die Leute. Aber man muss das doch beim Bürgermeister abgeben, oder? Was ist hier? Ja, du... Moment, Moment, bleib dran. Ich bin einer der Erschaffer dieser Welt. Ich habe dafür gesorgt, dass das Gras wächst. Genießt du deine Zeit in Portia? Wenn du Fragen oder Bedenken hast, kannst du uns eine Mail an admin@partea.net senden. Wir schätzen deine Kritik und dein Lob. Eigentlich nur Lob. Ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Irgendwo in den verlassenen Ruinen gibt es einen geheimen Raum. Der ist wirklich genial. Okay, das ist cool. So, da runter. Können wir hier... Fisch verkaufen. Ja. Plus 18. Jawohl. Weg damit. 468. Pam. Klingfisch. Pam. Kaiserfeuerfisch. Das ist doch ein Traum. Kann man Inhalt inzwischen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch verschiedene Sachen geschrieben haben. Fleisch behalten wir. So, die Fische. Ja, die können auch noch weg. Dann haben wir jetzt 1482. Oh, hier ist auch noch ein Fisch. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, weil wir die irgendwie brauchen oder so. Ja, wunderbar. Wir haben jetzt 1500. 1130 gemacht, nur mit Fisch. Ich brauche irgendwen, der mir Köder verkauft, dass wir morgen beim Angeltag mitmachen können. Weiß jemand von euch, wo wir Köder herkriegen? Ah, jetzt macht auch schon alles dicht. Ah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Total Tools wird nichts haben. Furniture wird nichts haben. Hier vielleicht beim Blumenladen ja eigentlich auch nicht. Das sieht nicht gut aus. Die hatten das auch nicht. Das Rathaus hat jetzt bestimmt auch zu, oder? Ja. Nee, keine Ahnung, wo wir die Köder herkriegen sollen. Gibt's denn Schuhe, Zentralplatz, Friseur wird es auch nicht haben. Da muss man das Geschenk abgeben. Okay, dann machen wir das gleich noch.
Nee, irgendwie. Kirchenladen. Ah, vielleicht bei der Ziviltruppe. Da können wir noch mal gucken gehen. Die Ziviltruppe. Die ist hier im Norden. Bei den Leuten außerhalb. Ah, okay. Ach so, aber weißt aber auch nicht, ob die da das Zeug dann verkaufen, die Köder verkaufen. Aber jetzt wird bei den Zivilleuten wahrscheinlich auch nichts mehr los sein. Ja, im Dunkeln auf den Friedhof ist eine gute Idee. Ja, stimmt, da gucke ich dann sonst am nächsten Tag nochmal. Ah, ich bin zu weit. Wir sind eindeutig zu weit gegangen. Huch. Das Gildensymbol der fliegenden Schweine, das Gildenzentrum befindet sich in Lucien. Die Gilde widmet sich der Erkundung der Welt und der Verteidigung der Schwachen. Sie hat überall Anhänger. Oh ja, beim Bauernhof, das ist eine gute Idee. Ah, und hier sind ja auch Teddy und Spacer, die beiden Pferde. Ziviltruppe. Oh, wie niedlich. Kissen hätte ich gerne. Trainingspuppe. Ein Gefängnis haben sie auch. Na, das ist ja charmant. Achso, und hier kann man die Aushänge machen. Ah, Auftragskosten. Okay. Das sind Sachen, die wir anfordern können. Beim Ruinentauchen nicht. Na gut. Mein Geschäft scheint hier nicht zu sein. Irgendwo muss man den Axtmörder in Badehose hier einsperren. Ja. Dazu müssen sie mich nur erstmal kriegen. So, 10 nach 9. Dann können wir jetzt nochmal ganz heimlich das Geschenk einwerfen. Hier wohnen die Leute dann. Hoch, was ist das hier? I want you. Petras zu Hause. Na, das kommt vielleicht komisch, wenn wir jetzt da reingehen. Endlich mal ein Streamer, über den man wirklich was erfährt, wenn man den Infobereich durchliest und nicht sofort von Spendenbuttons erschlagen wird. Danke, Christine. Liegt auch daran, dass es gar keine Möglichkeit gibt, hier irgendwas zu spenden. wo kann ich denn jetzt. Ach. Wo kann ich denn jetzt das Geschenk abgeben? Ach, da, in der Tafelrunde ist das. Ach so. Dann wieder nach vorne zur Tafelrunde. Woher der Nickname kommt, erfährt man nicht. Das ist auch nicht so spektakulär. So, wo kann ich das jetzt abgeben? Da. Hallo Gail. Hey! Geschenk. Den Tisch. Moment. Ja, ich mag das gerne. Wir sind Smoo, wo man Köder herbekommt. Also jemand Bilder von Yoda und Gollum vor sich her. Ja, genauso ist es auch gewesen, China. Also ich habe einen Screenshot damals, also so ein Wallpaper. Damals war ein Wallpaper total in, ja. Es war wirklich in, sich Wallpaper zu suchen. Und da gab es ein. Achso, weißt du, ja. Genau, gab es halt den Mix aus Yoda und Gollum mit eben diesem Namen. Verstecken sich gerne in Büschen. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Die Frage ist, wenn ich ihm jetzt das Geschenk gebe, ist es dann das Geschenk? Wahrscheinlich schon, oder? Wir gehen das Risiko mal ein. Not bad. Looks like you put some thought into it. Ah, okay. Er freut sich. Und die Leute freuen sich auch alle. Okay, I'm das. sure the celebrations for the Day of the Bright Sun are a bit different in Barnarok. Here, the airship tradition has been going on for almost 40 years. I think it started when someone jumped on the peach statue and started throwing cranberry candy at everyone. Yeah, Mission komplett. Und die Leute haben sich gefreut. Das Geschenk kommt gut an. Ich hoffe nur weiterhin, dass keiner den an den Kopf bekommt. Okay,
Und dass der Steintisch den Fall aus dem Luftschiff überhaupt aushält. Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Hui! So, ja, die Bronzeplatte ist fertig, ist aber genau eine zu wenig. Das heißt, morgen geht's dann wieder in die Mine. Yay! Aber erstmal schlafen.